Willkommen zurück aus der Pause. Wir sind Green Tech Live. Ich bin Jochen Siegler und ich habe neues Personal mit an Bord. Dave? Gruß, Gruß. Local Hero hier aus der Community in Reutlingen. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Du hast viel Herz und Verstand. Ahnung vom Thema. Ich habe zumindest einen Stift mit für Fragen. Sehr gut, ich auch. Ich habe einen Spitzer sogar mit dabei, dass wir spitze Fragen stellen. Ja. Wir haben Helen Tacke von CoZero in der Leitung. Helen, kannst du uns hören und sehen? Ich kann euch hören und sehen, ja. Sehr schön. Liebe Helen, du hast eine Präsentation. Euch geht es vor allen Dingen darum, Unternehmen in den Weg in die CO2-Neutralität zu helfen, ja? Korrekt, ja. Die richtige Transformation hin zur Nachhaltigkeit. Sehr schön. Ihr habt eine Climate Action Plattform entwickelt, von der wir gern ein bisschen was sehen und hören wollen. Sehr gut. Ich freue mich drauf. Ja. Gerne dein Screen teilen. So. Könnt ihr was sehen? Ja. Sehr schön. Liebe Helen, deine Bühne. Wunderbar. Vielen lieben Dank. Und zunächst mal Grüße aus Berlin. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und ich hoffe, ihr könnt alle meinen Bildschirm sehen. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von CoZero. Wie gesagt, grüße heute aus Berlin, leider nicht vor Ort, aber freue mich, dass es auch ja so ein hybrides und digitales Event gibt und dass das auch so möglich ist. Die nächsten Minuten verbringe ich mit euch über die ja fünf wichtigsten Säulen, wie wir sie nennen, für ein erfolgreiches Klimamanagement und berichte ein bisschen, ja, wie wir arbeiten, was wir für wichtig erachten, was wir dort auch für Erfahrungen, was für Stimmen aus dem Markt wahrnehmen. Und ich freue mich drauf. Wir haben am Ende ein paar Minuten Zeit für Rückfragen von eurer Seite und insofern viel Spaß in den nächsten Minuten. Ja, ich glaube, warum wir hier zusammenkommen und dass grundsätzlich das Thema Nachhaltigkeit, Klimatransformation natürlich absolut im Vordergrund steht, ist, weil dass wir auch sehen, dass jedes Unternehmen tatsächlich ein ja kontinuierliches Management in diese Richtung benötigt. Und das sehen wir vor allem von verschiedensten Richtungen. Zum ersten Bereich hier auf der linken Seite kommt das tatsächlich von der regulatorischen Seite. Das heißt, die Schlinge werden dort eigentlich immer ja strenger gezogen. Das kommt von klassischen Richtlinien wie die CSRD, ja, die vielleicht für viele schon ein aktueller Begriff ist. Das heißt, hier geht es wirklich darum, dass Emissionswerte, aber auch darüber hinaus über Scope 1, 2 und 3 reported werden müssen, ja, und zum Teil eigentlich eines verpflichtenden Reporting Frameworks eben werden. Auf der rechten Seite noch tatsächlich spannender und bedrückender für die Unternehmen sind es tatsächlich ja wirklich Stimmen, die Richtung Umsätze gehen. Das heißt, was wir hier wahrnehmen, ist, dass eben in Ausschreibungsprozessen, in Vertragsverlängerungen immer weiter aufkommen wird und wie wir es schon auch sehen und wahrnehmen können, dass tatsächlich Emissionsperformance und Werte abgefragt werden. Und das bedeutet, dass wir ja das Unternehmen verpflichtet werden, von ihren eigenen Partnern, von ihren eigenen Kunden diese eben zu reporten. Und man muss ganz klar sagen, wenn es dann um Umsätze geht, ja, und Vertragsverlängerungen, die hier auf dem im Risiko stehen, dann werden natürlich umso mehr Unternehmen eigentlich aktiv. Um das hier abzurunden, glaube ich, kann man feststellen, ja, die Dominosteine fallen so langsam um. Wir merken, dass immer mehr ja Dampf auf dem Kessel kommt und dass die Dinge enger geschnürt werden und Unternehmen haben eigentlich jetzt noch die Chance, ja aktiv sich gut zu überlegen, wie können wir strategisch nun unser Klimamanagement einsetzen, wie können wir eigentlich einen Vorteil daraus bauen, ja, also eigentlich ein Differenzierungsmerkmal, was uns dann letztendlich auch in ja Ausschreibungsprozessen, in den Beziehungen mit unseren eigenen Kunden nach vorne bringt. Wie schafft man das? Und das bringt mich zu den fünf Säulen für das erfolgreiche Klimamanagement. Die erste Säule ist etwas, was wir, glaube ich, alle kennen, ja, wenn wir mal in unser eigenes Unternehmen reinhorchen und reinschauen, wie wir tatsächlich unser Finanzcontrolling aufgesetzt haben. Und was sich sehr, sehr spannend davon ableiten lässt, sind ja letztendlich bewährte Praktiken, die wir eben aus dem Finanzcontrolling kennen. Ja, wie zum Beispiel, dass wir uns Umsatzzahlen nicht alle paar Jahre anschauen, sondern dass wir dort eigentlich in einer hohen Frequenz sehr kontinuierlich
tatsächlich einen Blick drauf werfen und versuchen, diese auch aktiv zu steuern. Wir wissen auch, dass im Finanzcontrolling darauf ankommt, relativ granular reinzugucken. Ja, denn einfach mal so über den Daumen gepeilt, sich anzuschauen, welche Bereiche, welche Produkte vielleicht von mir im Unternehmen laufen denn ganz gut, das reicht nicht. Ja, sondern wir müssen tatsächlich eine sehr granulare Ebene erreichen, um zu verstehen, wie können wir vielleicht auch optimieren, ja, wo lohnen sich tatsächliche, ja, Produkte, was sind zum Beispiel Deckungsbeiträge von diesen Produkten und wo macht es Sinn, auch in Zukunft mehr Geld zu investieren, ja, weil das einfach die lohnenswerten Objekte für einen nachhaltigen und langfristigen wirtschaftlichen Erfolg sind. Und das lässt sich alles letztendlich, ja, das sind ganz spannende Einblicke, die sehr, sehr eng verbunden werden müssen mit einem tatsächlichen CO2-Controlling. Auch hier zu nennen, dass Finanzcontrolling nicht nur zentral stattfindet. Ja, wir kennen das vielleicht von unseren Einheiten, die auf einer Finanzebene zentral nochmal gesteuert werden, wo alle Daten zusammengeliefert werden. Aber wenn man sich bewusst macht, dass verschiedenste Abteilungen natürlich auch für sich verantwortlich sind und auch ihr Geschäft oder ihren Geschäftsbereich letztendlich in den Griff kriegen müssen, dann bedeutet das eine Art dezentrales Management, ja, was dann auf einer zentralen Ebene wieder zusammenkommt. Und zuletzt hier genannt ist, dass wir Finanzcontrolling nicht nur tatsächlich irgendwie auf einer Status quo oder in die Historie bringen, sondern dass wir auch in die Zukunft gucken. Ja? Welches Unternehmen gerade in der aktuellen Zeit schaut nicht in die nächsten 1, 3, 5 Jahre, um wirklich auch gewisse, ja, Risiken, vielleicht die Energiekrise mit einzupreisen und darauf hin eben sein Geschäft auch abzufedern. Ja, und dieser Blick in die Zukunft, also eine klassische Prognose- und Forecasting-Funktion, ist absolut entscheidend auch für das CO2-Controlling. Wie sieht das vielleicht nochmal, ja, mehr in der Praxis aus? Und da habe ich einmal heute mitgebracht für euch eine Art Balanced Scorecard, ja, weil wir es für absolut entscheidend halten, dass wir, ja, natürlich diese bewährten Praktiken aus dem Finanzcontrolling mit hin zum CO2-Controlling tatsächlich überführen, dass wir vor allem aber diese Welten integrieren. Ja, das heißt, ich spreche nicht hier davon, dass wir, ja, das CO2-Controlling genauso aufbauen sollten wie das Finanzcontrolling und dann läuft das so parallel, sondern ich spreche hier von einer Integration. Was bedeutet das konkret? Ich muss letztendlich Nachhaltigkeitskennzahlen, die wir hier zum Beispiel ja an vielen Dimensionen auch mal sehen können in der Tabelle, die muss ich in Bezug setzen zu meinen Finanzkennzahlen. Das heißt, hier seht ihr drei Bereiche eigentlich. Das eine ist so die Unternehmensebene, ja, wo ich zum Beispiel abschätzen kann, wie viele Emissionen habe ich denn grundsätzlich total von meiner Organisation, die aufgekommen sind, zum Beispiel im letzten Jahr oder über den letzten Monat. Und die kann ich aufteilen in verschiedenste Bereiche, Energie, vielleicht Transport und Logistik, vielleicht auch Materialien etc. Und jetzt wird es spannend in der Ebene darunter. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich diese Kennzahlen in Bezug setzen zu den klassischen Finanzmetriken, die ich habe. Ich weiß ja, was habe ich vielleicht in meinen verschiedensten Abteilungen oder auch aggregiert in meinem Unternehmen. Das heißt, ich kann sogenannte Emissionsintensitäten abbilden. Sprich, was habe ich an Emissionen insgesamt pro Euro Umsatz? Was habe ich an Emissionen zum Beispiel pro Mitarbeiter? Was habe ich vielleicht an Emissionen auch pro Produkt? Ja, das ist dieser letzte Bereich, den ihr ganz unten seht. Und das hilft mir letztendlich nicht nur irgendwelche Zahlen herumfliegen zu sehen, die mir meine Nachhaltigkeit näher beschreiben sollen, sondern das hilft mir viel stärker, das in Bezug zu setzen zu meiner Wirtschaftlichkeit und dementsprechend auch eine Art, ja, Trend letztendlich Soll-Ist-Analyse aufzustellen. Ja, ihr seht das, was hier ganz rechts eben auch beispielhaft mit verschiedensten Farben gekennzeichnet ist. Bin ich hier eigentlich in meinem Zielbereich? Muss ich vielleicht adjustieren und muss ich eben aktiv werden, um letztendlich an gewissen Eckpunkten ja meine Emissionen runterzubekommen? Und das ist das, was super entscheidend ist, als diese erste Säule, das Finanz- und das CO2-Controlling erstmal sehr eng aneinander abzustimmen, aber vor allem auch in der Aussagekräftigkeit zu integrieren. Ich nehme euch mit in die zweite Säule für ein erfolgreiches Klimamanagement und das bezieht sich jetzt nochmal mehr intensiver in Richtung, was sind eigentlich die Klimadaten, die benötigt werden und was ist die notwendige Qualität und Granularität.
und vorab einmal kurz ja in die Runde hier gebracht, ist, dass wir, glaube ich, ganz, ganz wichtig davon wegkommen müssen, dass wir ja uns zu sehr auf Durchschnittswerten bewegen, aber auf der anderen Seite nicht jeden Bleistift irgendwie dreimal umdrehen. Das heißt, es ist entscheidend, erstmal genau zu verstehen, was sind für mich eigentlich wichtige Emissionskategorien. Ja, wenn ihr bei euch mal in ein Unternehmen reinschaut, ja, woher kommen denn jetzt meine Emissionen? Habe ich viel Logistik, bin ich ein produzierendes Unternehmen? Das heißt, steckt viel in vielleicht Maschinen, in einzelnen Produktkomponenten drin? Habe ich vielleicht irgendwie viel IT-Cloud-Emissionen, die aufkommen? Das sind so alles Dimensionen, die man einmal für sich abstecken muss, ja, und wie man dann auch feststellen kann, wo habe ich wesentliche Emissionen und dementsprechend, wo sollte ich den Fokus drauf legen? Und wovon ich jetzt gerade gesprochen habe, ist letztendlich die Vollständigkeit, ja, das heißt die Completeness von dem CO2-Footprint der Gesamtorganisation. Wir unterscheiden klassisch in Scope 1, 2 und 3 Emissionen, wird sicherlich auch schon mal ja gestern oder heute aufgekommen sein, das heißt direkte Emissionen, energiebezogene Emissionen, aber tatsächlich auch innerhalb der Scope 3 Emissionen, alles, was vor- und nachgelagert in der Wertschöpfungskette passiert. Ja, und das sind meistens eben sehr komplexe Emissionen, weil ich abhängig bin von meinen Lieferanten, ja, von meinen Partnern, diese Emissionen erstmal richtig zu erfassen. Und da kommen wir jetzt neben der Vollständigkeit, also in die Breite gezogen, tatsächlich in die Tiefe der Dimension. Das heißt, die Qualität und die Granularität der Daten. Und dort ist einmal ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass wir ja verschiedene Levels in diesen Dimensionen haben. Oben angefangen, wir könnten natürlich ganz, ganz viel auf Basis von tatsächlichen Finanzdaten, also Ausgaben letztendlich basieren. Im aktuellen Zeitalter, wo alle Preise eigentlich steigen, kann man sich schon denken, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Ja, weil wenn ich alles auf Basis meiner Kosten und Ausgaben basiere, mit steigenden Preisen, dann steigt meine Bilanz an und ich weiß gar nicht, kommt das jetzt daher, dass ich vielleicht mehr Materialien eingekauft habe, ja, oder mehr Leistungen beziehe oder höhere Aktivitäten habe, oder ist das nicht einfach nur ein Kostenanstieg? Das heißt, wir können hier nicht mehr differenzieren. Wie hat sich eigentlich unsere Bilanz zusammengestellt und was sind die Treiber, die es vielleicht nach oben gerecht haben? Die zweite Ebene und damit auch bessere Ebene ist dementsprechend aktivitätsbezogen. Ja, um euch ein paar Tätigkeiten hier mitzubringen, was heißt denn jetzt aktivitätsbezogen? Könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass ich nicht Ausgaben für eine gewisse Logistikleistung habe, wie in dem ersten Schritt, zum Beispiel 50.000 Euro sind im Jahr in meine Logistikleistungen reingeflossen. Nein, ich habe bei dem Activity-Based-Ansatz habe ich wo ist der LKW hingefahren? Ja, was war zum Beispiel Startziel? Ja, vielleicht aber habe ich auch nur eine gewisse Distanz. Ja, vielleicht weiß ich sogar noch mehr, dass ich dementsprechend sagen kann, was war das eigentlich für ein Typ von LKW, ja, der dort sozusagen von meinem Logistikpartner eingesetzt wurde. Das heißt, wirklich aktivitätsbezogen und mehr Informationen zu haben, hilft mir, wegzukommen immer mehr von ja sehr allgemeinen Durchschnittswerten und natürlich auch eine gewisse Basis zu schaffen der Aussagekräftigkeit und zu identifizieren, wie kann ich mich verbessern. Ja, weil wenn ich diese Informationen habe, kann ich einfach besser auswerten und kann gewisse Maßnahmen einleiten. Die absolut beste Ebene in dieser Qualität und Granularität der Emissionsdaten ist tatsächlich, lieferantenspezifische Daten zu haben. Und was meine ich jetzt damit konkret? Ich habe es eben in dem Beispiel schon angedeutet. Wenn mein Partner in der Logistik, ja, eine DHL zum Beispiel, eine Rhenus-Logistik, wenn sie mir sagen können, tatsächlich, hier wurde der und der Fahrzeugtyp eingesetzt, wir haben den und den Verbrauch gehabt, von A nach B gefahren, dann kann ich in der Lage sein, wirklich einen lieferantenspezifischen Datenpunkt hier zu erheben, ja, und von meinem Partner zu bekommen. Und das ist das Beste, was ich kriegen kann letztendlich. Zeigt aber auch, man muss sich gut überlegen oder gut dimensionieren, für welche Datenpunkte macht das Sinn, ja, wo sollte ich und kann ich das anfragen, um dementsprechend eine bessere Ausgangslage zu haben. Ich werfe nochmal den Blick auf die untere Ebene hier der Folie und ich glaube, das fasst nochmal ganz gut zusammen, was für Analysemöglichkeiten kann ich dementsprechend treffen. Das heißt hier einmal Status der Unternehmensdaten, wie vollständig ist letztendlich meine Bilanz, ja, auf einem Unternehmenslevel, auf einem Produktlevel, aber wie tatsächlich gut bin ich auch im Sinne der Qualität und Granularität der Daten. Wo habe ich zum Beispiel schon
Anfragen beantwortet bekommen in Richtung Lieferanten und wo habe ich wirklich eine gute Ausgangslage? Auf der rechten Seite wird nochmal klar, warum machen wir das hier? Wir wollen nicht nur reporten oder eine Übersicht haben, ja, und letztendlich eine bessere Granularität haben, um das auszuweisen, sondern wir wollen darauf basierend Entscheidungen treffen. Das heißt, ich kann nur dann wirklich sehen, wo macht es für mich Sinn und wo sind große Hebel innerhalb meines Unternehmens, wo ich mich tatsächlich verbessern kann. Und das kann ich nicht auf Basis von Durchschnittswerten tun, sondern das muss ich unbedingt auf sehr lieferantenspezifischen Details tun, weil dann habe ich eine Ausgangslage, wo ich ja nicht nur Äpfel mit Birnen vergleiche und wo ich mich dementsprechend wirklich hin zu einer Dekarbonisierung bewege. Einmal noch das Abrundend hier zu Granularität und Qualität der Daten ist, glaube ich, nochmal ganz, ganz wichtig zu verstehen, was für Prozesse finden eigentlich in der Bilanzierung statt. Und wir sprechen immer von sogenannten Umrechnungskursen. Wir kennen das auch hier eigentlich mehr von der Währungswelt, ne? Wo man tatsächlich sich überlegt, hey, wie komme ich jetzt vom Euro in den Dollar? Nichts anderes haben wir auch bei uns in der Emissionswelt. Das heißt, wir arbeiten mit sogenannten Emissionsfaktoren. Das sind unsere Umrechnungsfaktoren, die mir jetzt diese Aktivitäten, die ich gerade beschrieben habe, das heißt zum Beispiel zurückgelegte Kilometer in der Logistik oder verbrauchtes Material, ja, oder eingekauftes Material für meine Produktion, die mir das umwandeln in CO2-Äquivalente. Und das bildet natürlich eine Riesenbasis an Datenpunkten, die ich erstmal haben muss und die ich weiterleiten muss und letztendlich, die ich verstehen muss, um wirklich zu CO2-Bilanzen und CO2-Äquivalenten zu kommen. Und das gibt euch mal hier einen, ja, einen Rundumblick, wie viele verschiedenste Datenbanken man dort eigentlich anzapfen kann, ja, und die wichtig sind, um ja möglichst granular diese Umrechnung letztendlich zu vollziehen. Kommen wir zur dritten Säule des Klimamanagements, ja. Und ich habe es schon mal so ein bisschen angesprochen, dass viele Datenpunkte tatsächlich auch von den Lieferanten kommen. Das ist für Scope 3 absolut essentiell. Was ich hier nochmal aufmachen möchte und euch mitgeben möchte, ist, dass wir eigentlich zwei Welten immer unterscheiden, ja, in der Emissionsbilanzierung. Und das ist auf der rechten Seite hier kurz gefasst der CCF. Das steht für Corporate Carbon Footprint. Das bedeutet eine aggregierte Ebene, wo Emissionen für meine Organisation festgeschrieben werden. Ja, ich als Unternehmen habe einen Ausstoß zum Beispiel von 50.000, 100.000 CO2-Emissionen. Die andere Ebene ist tatsächlich der PCF, ausgeschrieben Product Carbon Footprint. Das heißt, wir merken schon, hier ist das runtergeführt tatsächlich auf eine einzelne Produktebene. Historisch gesehen wurden diese beiden Welten immer sehr separat betrachtet. Was total spannend ist, weil hier wieder Rückkopplung zum Finanzcontrolling, wo wir auch Gemeinkosten haben oder Kosten, die wir sehr akkurat zuordnen können, macht das gar keinen Sinn, diese Welten tatsächlich separat zu betrachten, sondern ich muss in der Lage sein, meinen Corporate Carbon Footprint zu verstehen auf einem aggregierten Level, aber tatsächlich es auch runterzubrechen auf einzelne Product Carbon Footprints. Denn das sind letztendlich die Angaben, die Informationen, die unsere Kunden, ja, also die Kunden der Unternehmen, Anfragen, ja, die sie wissen wollen. Was ist eigentlich die CO2-Performance von dem Produkt, was ich mir gerade einkaufe, ja, was ich letztendlich packe? Und hier sieht man ganz schön, wie letztendlich ja Emissionen bzw. Bilanzen von Unternehmen zusammenschmelzen. Noch ein Blick auf die vierte Säule Richtung Klimamanagement bringt uns letztendlich zu allen verschiedensten Stakeholdern, die involviert sind. Und ein paar haben wir schon über die letzten Minuten genannt. Ja, das heißt, erstmal entscheidend für eine erfolgreiche Transformation müssen wir letztendlich das gesamte Organisationsnetzwerk intern, aber tatsächlich auch extern mit integrieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsschlüssel. Das heißt, wir brauchen von oben natürlich eine super Unterstützung vom C-Level, von der Geschäftsführung, weil wir haben jetzt die Chance, uns als Unternehmen wirklich zukunftsfähig aufzustellen und dafür auch ja sinnvolle Investitionen zu tätigen. Wir müssen aber genauso gut natürlich einzelne Abteilungen, ob es die Nachhaltigkeitsabteilung ist, die Produktionsabteilung, die Einkaufsabteilung mitnehmen, ja, weil da ganz viele Punkte auch zusammenkommen, weil es unheimlich wichtig ist, letztendlich die Verantwortung auf der Ebene zu kreieren, um auch Verhaltensänderungen. Aber eben
abhängig von unseren Lieferanten. Plus natürlich, wir wollen die Daten weitergeben an unsere Kunden. Und das ist ganz, ganz entscheidend, um wirklich ein Mehrwert hier zu kreieren. Und abschließend, zu Anfang genannt, regulatorisch kommt natürlich ein gewisser Druck drauf zu. Das heißt, auch Auditoren sind absolut interessiert oder fragen eben nach gewissen CO2-Kennzahlen, die auf diesem Wege eben reported werden müssen und mit eingebunden werden müssen. Abschließend zur letzten Säule des Klimamanagements ein kurzer Blick auf die Sicht nach vorne. Was wir, glaube ich, in den letzten Jahren gesehen haben, ist, dass mehr und mehr Unternehmen da reingekommen sind, wirklich historisch anzufangen zu bilanzieren, vielleicht auch eine Status-Quo-Analyse des einzelnen Jahres zu machen, zum Beispiel jetzt aktuell für das Jahr 2022. Was aber umso wichtiger ist, dass wir den Blick nach vorne richten. Das heißt, ihr wächst als Unternehmen. Ihr habt vielleicht gewisse Wachstumsziele in den verschiedensten Abteilungen des Unternehmens. Deswegen auch ganz entscheidend, heute richtig zu verstehen, wohin laufe ich denn eigentlich, wenn ich in gewissen Abteilungen, gewissen Produkten eben wachsen werde und dementsprechend auch meine Emissionen ansteigen. Was kann ich heute berücksichtigen, um meine Kurve langfristig tatsächlich runterzubringen, um mich dementsprechend zu dekarbonisieren? Nochmal einmal zusammenfassend, was wir gesehen haben. Wir sind vom Finanzcontrolling gekommen. Wir haben die Granularität, die Vollständigkeit betrachtet. Wir haben verstanden, hey, was ist eigentlich Product Carbon Footprint? Was ist ein Corporate Carbon Footprint? Und wie muss man das zusammendenken? Und wen gilt es auch einzubinden? Das heißt, einen sehr dezentralen Ansatz zu wählen und abschließend eben gerade gesehen, wirklich die Sicht nach vorne zu richten. Wie haben wir das verankert? Und abschließend vielleicht noch ein Satz zu QZero. Wir sind eine Klimamanagement-Plattform. Das heißt, wir haben all diese Prozesse letztendlich umgesetzt. Auch wie wir gestartet sind in wirklich engen Co-Creation-Arbeit mit den Unternehmen, um genau zu verstehen, hey, was ist diese Abfolge? Was sind diese erfolgreichen Säulen? Und darauf basierend haben wir unseren Ansatz letztendlich Lock, Act, Share, das heißt CO2-Bilanzierung in diesem ersten Schritt, wirklich zu verstehen, wie kann ich eigentlich die Daten managen? Wie kann ich meine relevanten Reportings und gerade die Granularität in den Griff bekommen? In dem zweiten Schritt dieser Blick nach vorne, wie komme ich eigentlich in die Steuerung meiner Dekarbonisierungsstrategie? Was kann ich mir eigentlich für Ziele setzen und wie kann ich die auch erreichen? Und Share, wie kann ich letztendlich die relevanten Stakeholder, wir haben sie gesehen, ob das Lieferanten sind, Auditoren, ob das meine eigenen Kunden sind, wie kann ich die einbeziehen und wirklich den Mehrwert kreieren, weil ich mich mit diesem Thema eben frühzeitig beschäftige. Das ist ein Thema für ganz unterschiedliche Industrien, und diese sind auch miteinander verbunden. Das heißt, wir sehen hier einfach, dass Wertschöpfungsketten miteinander verbunden sind und tatsächlich sehr lang sind. Und deswegen freue ich mich, die letzten Minuten vielleicht auch von euch zu hören, in welcher Industrie seid ihr, was sind vielleicht für Fragen aufgekommen, die ich aufgreifen kann. Und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Sehr schön, ganz herzlichen Dank, liebe Helen. Ja, also starker Tobak, sage ich mal. Wir haben verstanden, Finanzcontrolling und Klimacontrolling kommt bei euch auf der Plattform ein bisschen zusammen. Und wir haben die verschiedenen Ebenen mit dem Act, mit dem Globe React. Kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen was dazu erzählen, auch wie man das so in der praktischen Umsetzung in Cases erleben kann? Ja, natürlich gerne. Also zum Thema QZero Act meinst du, ne? Eine Detailfrage, wie das funktioniert. Genau. Ja, also ich habe schon eben angedeutet, das erste wichtige Thema im Bereich QZero Act, wo es ja wirklich um die Dekarbonisierung geht, ist der Blick nach vorne und ein sogenanntes Forecasting der Emissionen. Weil ich muss erstmal verstehen, auf Basis meiner ersten Werte, wie werde ich letztendlich in den nächsten Jahren, wie geht meine Kurve nach oben? Und wo sind die größten Felder, die ich bewegen kann, also Hebel tatsächlich, zum Beispiel im Energiebereich, zum Beispiel im Transportbereich, zum Beispiel in der Auswahl meiner Produktkomponenten innerhalb der Produktion, die ich eben austauschen kann. Und das ist die Grundlage für QZero Act. Wie es funktioniert, ist, dass wir tatsächlich innerhalb der QZero Act Welt auch einen Marktplatz hintergeschaltet haben. Das heißt, es geht hier um wirkliche Maßnahmenfindung. Die sind in jeweilige Kategorien eingeteilt, die ich gerade eben auch genannt habe. Und was wir mit jeder Maßnahme machen, ist, dass wir eine Kosten-Nutzen-Analyse durchführen. Das heißt, wir stellen eigentlich dar, wenn ich mich für Maßnahme X entscheide, zum Beispiel einem Wechsel
innerhalb meiner Produktion ein nachhaltigeres Material irgendwie einsetze oder zum Beispiel meinen Logistikpartner eben wechsle. Was bedeutet das eigentlich an Mehrkosten? Ja, weil nachhaltige Produkte kosten teilweise auch mehr. Das heißt, ich muss ja auch ein gewisses Investment dort einsetzen. Und auf der anderen Seite schaue ich mir an, ja, was bringt mir das jetzt wirklich an Impact? Das heißt, pro Jahr, was kann ich mir zum Beispiel sparen an CO2-Emissionen? Ja, und da komme ich dann auf eine Rechnung, wo ich weiß, hey, ich muss vielleicht 10.000 Euro im nächsten Jahr mehr investieren. Dafür kann ich mir aber 50.000 Tonnen CO2 einsparen. Und diese Rechnung, die macht dann eben Sinn und die ist greifbar für Unternehmen. Und so kann man sich dafür letztendlich entscheiden. Sehr gut. Ich würde ganz kurz noch Anschlussfrage. Kommst du aus dem Finanzcontrolling? Weil das ja tatsächlich auch irgendwie ein Schwerpunkt war, den du in den ersten Minuten deiner Präsentation ständig wiederholt hast. Kommst du aus dem Bereich? Genau, das ist letztendlich auch eins der Hintergrundfelder, ja, von mir. Also ich kenne natürlich die Welt und die Steuerung mehr aus dem Finanzbereich, wie ich es halt kennengelernt habe. Das heißt, auf die ganzen Felder und KPIs zu gucken, auf die ich am Anfang auch einen kurzen Blick geworfen habe und dementsprechend die Dimension der Nachhaltigkeit dort hinzuzufügen, damit habe ich mich auch beschäftigt, war tatsächlich ein wichtiges Feld. Ja, und deswegen auch diese Integration, weil sonst schaffe ich mir Parallelwelten, die eben auch eine Steuerung nicht erlaubt, ne, und die gar nicht das Verständnis auf einer Geschäftsführungsabteilungsebene eben hervorruft. Sehr gut. Gruß nach Berlin. Hier ist meine erste Frage. Irgendwann hast du ja angefangen, die Informationen an Firmen und Unternehmen zu verschicken oder denen mitzuteilen, hey, eure Emissionen pro Produkt, pro Abteilung oder pro Mitarbeiter sind so und so. Mich würde interessieren, wie die reagiert haben, vielleicht auch im Verhältnis zu den Konkurrenten. Ja, also vielleicht nochmal kurze Klarstellung. Also ich habe nicht angefangen, das sozusagen zu verschicken, sondern arbeiten ja wir mit Unternehmen, um genau diese Informationen erstmal aufzustellen. Ja, das heißt, viele Unternehmen haben ja diese Informationen gar nicht. Also sprich CO2-Performance pro Produkt. Und letztendlich nutzen dann unsere Kunden und Partner das für die Distribution. Ja, das heißt, die geben diese Informationen weiter. Und wie wird das aufgenommen? Also das ist ein Grund, warum sie sich überhaupt damit beschäftigen. Das heißt, es geht hier wirklich um die Weitergabe von CO2-Performance auf Unternehmensebene, auf Produktebene, um diesen Angaben oder Anfragen gerecht zu werden. Und die Reaktionen sind daraufhin erstmal positiv, dass man diese Werte hat, dass man auch vorzeigen kann, wie habe ich die in der Methodik überhaupt berechnet. Das heißt, hier wird schon wirklich tiefer reingeschaut, ja, und nicht einfach nur auch Werte akzeptiert, sondern man guckt sich an, was steckt für eine Methodik dahinter. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja, weil sonst kommen wir immer noch da rein, dass wir halt Äpfel mit Birnen vergleichen. Aber den Aha-Effekt gab es, den hat sich jemand mal gesagt, oh jemine, ich stehe sehr in der Verantwortung, das wusste ich gar nicht. Ja, also den Aha-Effekt, den haben wir natürlich an ganz vielen Ecken und Enden. Und vor allem, weil wie ich auch ein bisschen klar gemacht habe, es geht hier nicht um die eine Kennzahl, ne, sondern in jedem Bereich, in jeder Abteilung, in jedem kleinsten Feld, in dem man sich bewegt, steckt eigentlich immer ein CO2-Footprint dahinter. Wir sagen auch immer, jede Einkaufsentscheidung, die in einem Unternehmen getroffen wird, die kommt mit einem CO2-Footprint. Und da sind super kleine, super viele Aha-Momente sozusagen enthalten, weil man sich das gar nicht sonst hätte vorstellen können, ne? Weil es einfach so abstrakt ist. Und da müssen wir eben hinkommen, dass wir mehr Transparenz auf diesen Ebenen einziehen. Also wenn ich zusammenfassen könnte, würde ich sagen, ihr seid eine Klimamanagement-Plattform, die sich darauf spezialisiert hat, Methoden aus dem Finanzcontrolling anzuwenden, um Klimacontrolling zu betreiben. Und das Ziel davon ist die Identifikation von den besten Hebeln für Dekarbonisierung. Also wenn ich es ganz grob in 1,5 Sätze zusammenfassen würde, würdest du da widersprechen oder kannst du was hinzufügen noch? Nein, wunderbar, das würde ich so unterschreiben. Ja. Wir haben es kapiert. Applaus von allen. Es ist tatsächlich ein hartes Stück Arbeit, aber ich sag mal, du hast es super vorgetragen und ich kann nur sagen, alles Gute für euch wegen mir. Wir würden gerne noch ein bisschen, vielleicht im nächsten Mal, vielleicht im September sind wir ja mit der nächsten Runde dran, können wir vielleicht über ein paar Cases mal sprechen, da wird es ein bisschen anschaulicher. Konkrete Zahlen für Produkte zum Beispiel ein lokales Bier.
Ja, und halt, wir haben noch ein neues Segment, weil der Dave ist ja jetzt neu dabei hier. Der hat ein neues Segment. Pass auf, liebe Helen. Und zwar Lückentextspiel. Hör genau zu, bitte. Hey, ich würde gerne noch ein Spiel mit dir spielen. Ich habe hier eine offene Bühne in Reutlingen und da spielen wir Spiele. Das Spiel halt Lückentext und ich lese was vor und du musst einfach einsetzen. Es ist insofern eine Fallhöhe, als dass der Text von eurer Homepage kommt, ist euer Selbstverständnis. Bist du bereit? Ich bin bereit, Alles ja. klar. Helen, wir helfen Unternehmen bei der Dekarbonisierung. Transformation wäre richtig gewesen. CoZero ermöglicht Unternehmen eine effektive, Dekarbonisierung. jawohl, und Transformation ihres Geschäfts unter Berücksichtigung der finanziellen, der finanziellen Controlling-Strukturen. und wirtschaftlichen Implikationen. Unsere Climate, Action-Plattform. sehr gut, hilft Ihnen, den wirtschaftlichen Weg zu finden, um Ihre Emissionen. Umweltauswirkungen zu minimieren und dabei den Planeten und Ihre Ihre Wettbewerbsfähigkeit? Geschäftsergebnisse zu verbessern. Das war Lückentext mit Helen aus Berlin. Vielen Dank euch. Liebe Grüße und Danke. viel Spaß. Ganz herzlichen Dank, liebe Helen. Sehr gut. Hat schon gut gepasst. Also, ja? Ich finde es super. Ich bin auch super. Danke, Helen.